Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetzky. Heute Ava Max, Who's Laughing Now? Klasse übersetzt von der 7C des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums in Salzwedel. Valerie, Lenny, Sarah und Daniel über eine, die neu anfängt. Never felt the words like a razor. Ich wusste nicht, dass seine Worte so wehtun können. Ich habe das auch nicht so empfunden. Es ist mir auch eigentlich egal. Und wenn zwei sich trennen, leidet einer meist mehr. Ein neues Kapitel beginnt, wo nur Liebe und kein Ärger existiert. Jetzt bist du einsam in deinem Bett. Und fühlst du dich jetzt besser, wo du Schluss gemacht hast? Nach Trauer und Wut kommt oft die Rache. Das, was du mir angetan hast, kommt jetzt von mir genauso zurück. Weißt du nicht, dass ich stärker bin? Siehst du mich etwa trauern? Weinst du nicht wie ein Baby? Hahaha, wer lacht denn jetzt? Er liegt am Boden. Sie hat die Königinnenkrone schon längst wieder gerade gerückt. You'll never see me blue, never bleeding. Du siehst mich niemals deprimiert. Du siehst mich nicht bluten. Ich hoffe, du verstehst, wie ich mich fühle. Das ist komisch, bescheuert, lächerlich. Und du denkst wirklich, dass du mich geschafft hast? Weißt du nicht, dass ich stärker bin? Siehst du mich etwa trauern? Ava Max, Who's Laughing Now? Klasse übersetzt von der 7C des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums in Salzwedel. Und wenn ihr sagt, irgendwann wollen wir das auch, wenn all das hier vorbei ist, was so nervt zu Hause und wir endlich wieder zusammen Unterricht haben können, dann bewerbt euch doch schon jetzt, klar, auf radio-saw.de. Und schon bald sind wir bei euch in der Klasse. Versprochen. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf Radio SAW.